Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Fußballmann95 und heute geht es um das Thema Fahrticketpreise im VRR-Gebiet. Wie heißt im VRR-Tarifgebiet? Ja, und ich stehe jetzt hier vor Transdev-Automaten und ich zeige euch hier, wie teuer das Bus- und Bahnfahren hier, also ich bin sicher am Flughafen. Hier zum Beispiel nach Duisburg hier. Warte mal, wie teuer das Ticket kostet. Hier ist die Antwort. Satte 6 Euro. Satte 6 Euro für eine Station mit dem RE. Zwei Stationen in diese andere Richtung kosten nur 2,90 Euro. Aber in Richtung Norden schlägt vorher richtig zu. Nehmen 6 Euro. Hier zurück. Jetzt gehen wir einmal nach Duisburg-Rahmen. Das ist eine S-Bahn-Station, die jetzt hier in der Nähe des Flughafens liegt. Duisburg-Rahmen. Hier ist Rahmen. Einzelticket, Erwachsene, das ist unser Vergleichspreis. Und schaut euch das mal an. Schaut euch mal den Preis an. 6 Euro. Die schlagen da richtig zu. Hier von den Touristen und das ist auch extra so gewollt, denn Angermund hat eine so eigene Wabe und deswegen kostet das Ticket 6 Euro, genauso viel wie zum Hauptbahnhof und mit diesem Ticket darf man sogar bis nach Oberhausen fahren. Bis nach Oberhausen, nach Mörs, kann man ja auch fahren, wieder in Duisburg West. Das hat man dann den Vorgang abgebrochen. Ja, und jetzt schaut euch, wie teuer es nach Angermund kostet. Nicht nach Aachen, nicht nach. Ey. Angermund. Hier. Angermund. VRR-Tarif. Erwachsene. 2,90 nur. 2,90 theoretisch. Und von Angermund nach Rahmen geht die Preisspur A. Es ist theoretisch 20 Cent günstiger. Warte, 92 plus 92, 94. Dann sind noch 20 Cent günstiger als am Detlefahrt. Aber kaum einer macht das. Ja. Ja, der Tag ist wirklich teuer. Ist der teuerste Verkehrsverbund Deutschlands, da im RV-Gebiet man Fahrer kostenlos mitnehmen kann und die VRR ist das leider nicht so. Und schauen wir. Ja, von Duisburg nach Duisburg jetzt, hier zum März, kostet fast 6 Euro und nach Walsum nur 2,90. Das liegt an der so Stadtgrenze, wie also Tarifgrenze. Würde Mörs auch so Duisburg gehören, rechtlich gesehen, verwaltungstechnisch gesehen, dann wäre die Fahrt auch nur 2,90 Euro kosten. Die Fahrt 80 die kostet das. Da ja in Düsseldorf 10 Cent teurer ist, in dem Preisstufe A3 und in der Preisstufe A1 und A2 kostet die Anfahrt nur 2,80 Euro. 10 Cent günstiger. Aber ich finde trotzdem teuer, dass der, ich finde den so B. Ich finde den so Tarif ab der Stufe B sehr, sehr teuer. VRR-Tarif ab der Stufe B. Ultra teuer sogar. Und diese Automaten funktionieren auch nicht so immer zuverlässig. Und dafür schlagen sie richtig zu. Die alten Automaten waren viel besser von der Bahn, die jetzt so immer noch stehen. Allerdings gar keine so VRR-Tickets mehr verkaufen und auch kein Verbundticket für eben so Übergangstarif. Wie beispiel hier in Düsseldorf ist das der VRS und in Dortmund ist das der Gesamttarif. Und das war's auch schon hier mit dem Video. Bis zum nächsten Video. Tschüss.